Zug. Guten Morgen, Herr Unteroffizier! Sehr schön, morgen mehr Vollzähligkeit. Oh, Rinkrank, Alfarano. Hier. Bauwort. Neukrank. Dagil. Neukrank. Wer sind Sie und was wollen Sie? Panzer Gennadier Krämer, melde mich in dienstlicher Angelegenheit. Herr. Was mit Ihnen? Ich habe Grippe. Sie haben Grippe. Dann gehen Sie gleich mal einen Schritt weg und springen Sie nicht auf meinen Schreibtisch, ne? Jawohl. 3 Schritte Abstand hier. Panzer Gennadier Krämer, wenn ich habe. Ja. Was heißt das, junger Mann? 1 Tag im Bett und 2 Tage im Dienst. Also, schreib auf. Ja, Jürich. So, das Loch zu jetzt. Ich sage Ihnen nur eins, am Ende der Grundausbildung wird abgerechnet. Ja? Es wird abgerechnet. Stellen Sie sich kurz vor Weihnachten die Frage, ob Sie nochmal 2 Monate in die Grundausbildung wollen. Ansonsten sagen Sie dem Doktor einen schönen Gruß von mir. Ja? Es geht bei mir die Alarmglocken an. Ich weiß ja, die sind nicht krank. Die sind nicht krank. Da läuft ein bisschen das Näschen, das läuft bei mir auch. Da tut ein bisschen der Hals weh, das macht's bei mir auch. Ja? Und bei meinen Unteroffizieren. Ich weiß, dass sie nichts haben, aber sie stehen da und ich kann nichts dagegen machen. Das ärgert mich, ja. Da bin ich sauer. Die schauen auf den Dienstplan, oh Scheiße, erschießen oder Gefechtsdienst, das ist kalt, das ist dreckig. Körperliche Anstrengung, ah, machen wir halt mal krank. Fertig. Da kann nichts mehr aussehen. Morgens rausjagen, so wegtreten, Anzug herstellen, wir gehen raus. Ja? Und dann hat keiner die Möglichkeit mehr zu sagen, ich bin doch krank. Aber ich habe ja hier nichts zu sagen, leider, leider. Die könnten sich alle warm anziehen, alle.